Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Nicht wundern, ich habe das letzte Mal die Konsole ausgeschaltet, deswegen muss ich mich jetzt gerade erstmal orientieren, wo ich überhaupt bin. Aber wir wollen ja den kleinen Taschendieb verfolgen. Ja, ich weiß, dass ich die Entfernung verringern muss. Ich habe allerdings hier gerade ein kleines Problem, dass ich erstmal gucken musste, von wo ich überhaupt starte. Ah, da ist er, okay. Kriegen wir hin. Auf ich. Kleiner. Mach mich nicht wütend. Kumpel. Hey, du kleiner Verbrecher. Verhalt es. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Na toll. Wir sind in unserem Gebiet. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Okay. Bring mit. Da sind wir doch schon deutlich erprobt drin und der hat meine Kombo kaputt gemacht. Dieser Bastard. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Meinst du? Und du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall. Zusatzziel, vor Ivy ankommen. Na, das wird hier großartig. Okay, wir probieren. Jens, das war nicht gut. Woran halte ich mich auf? Oh, ne. Ivy? Oh, da oben, da oben. Da muss ich hier hin. Komm schon, Jacob. Lass mich jetzt nicht hängen. Sehr gut. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß, eine Frau, ein Mann, etwa 20 Jahre und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green, zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden. Um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja. Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Ivy. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oatbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Sie schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden! Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Das da ist der höchste Punkt in Whitechapel. Der klassische Aussichtspunkt. Na, dann wollen wir doch mal. Der ist ganz schön hoch. Aber kein Problem für Jacob, oder? Im Übrigen mag ich die Freizwillinge jetzt schon. Ich mag deren Humor. Doch, doch, dieses Assassin's Creed könnte eventuell wieder was werden. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rooks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand.
Okay, bevor ich das mache, möchte ich schnell für Jacob die Fähigkeiten freischalten. Das haben wir ja schon mit Ivy gemacht. Ja. Okay. Auch erstmal ein Gesundheitsboost. Ich weiß, nur irritiert, weil er das Doppelattentat schon hat. Na gut. Lassen wir so stehen. Dann nehmen wir das Adlerauge. Das ist mal so die Grundausrüstung. Okay. Automatisch, das ist natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Schlechter. Okay, ich glaube, ich mache sogar das erstmal. Wenn sie ein Attentat auf sie verüben, sie gefangen nehmen oder einen Multikill ausführen. Ja, ich glaube, ich mache das sogar. Erstmal den Beute-Takedown. Ich habe ein Level erreicht. Ah. Dann habe ich hier jetzt Zugriff auf weitere. Ah, okay. Wieder. Oh ja. Das kann man alles durchaus gebrauchen. Sehr schön. Okay, ich komme, Kumpel. Keinen Mucks. K-Log sucht nach mir. Wer ist K-Log? Einer von Starricks Ganganführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Ivy, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rocks. Die Rocks. Damit hat es auch, ne? Vielleicht ist das so wie in Assassin's Creed Brotherhood, dass man sozusagen Novizen anheuert. Diese verfluchte Stadt. Keiner passt auf, wo er hingeht. Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Druid, so werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tata! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Kellogg's Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Was? Ich dachte... Oh, cool. Sachte, wir müssen sie von Green weglocken. Ich darf fahren. Das gibt Ärger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat meine Kutsche sowas wie eine Lebensanzeige?
sind oh. weg. Dann also zurück zu Mr. Green. Ei, ei, Captain. Du bist unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir hier fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Was noch vom Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwester Herz. Alter Schwede. Okay. Ich hoffe sehr, dass Mr. Green in Sicherheit ist. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starek kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du nicht das Sagen. Ich fahr wie... Oh Gott, ich fahr wie besoffen. Es tut mir leid. Alter Schwede. Sorry. Weiter, Mädchen. Ich habe doch großartig eingeparkt, oder? Danke, Evie. Danke. Musst mir nicht schubsen. Ist ja gut. Haben Sie sie abgeschüttelt? Die haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe? Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starek hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberlein. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem, Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich... Sollten Sie eins nicht vergessen, Starek arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen, jede Wette. Rexford Kaylock, bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greenie. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Sequenz 3. Irgendwo, wo es grün ist. Abgeschlossen. Vor Evie ankommen. Habe ich geschafft. Okay, da bekommt man tatsächlich noch ein bisschen was dazu. Mhm. Das ist ein kleiner Anreiz dafür. Weil ich glaube, vorher hat man immer nur... 100% in einer Sequenz bekommen. Diesmal hat man sogar einen Ansporn, weil man noch bei den Belohnungen obendrauf was bekommt. Mhm. Die Karte von London. Drücken Sie die Touchpad-Funktion, um die Karte von London zu öffnen. Schließen Sie Eroberungsaktivitäten ab, um Gebiete von den Blighters zu erobern. Töten Sie den Templer-Gang-Anführer, um den Bezirk zu erobern. Ah. Okay. Nein, ich möchte nicht drehen, ich möchte... zoomen. Ah, mit... Okay, L2. Bloody Nora. Wie groß ist das denn hier? Okay. Gangquartier. Okay, das ist die Sequenz. Eberlein. Templerjagd. Gangquartier. Das bin ich. Haben wir jetzt sozusagen zwei Aufgaben? Weil hier steht zweimal Sequenz 3. Okay. Ich würde sagen, wir machen sogar das Gangquartier als erstes. Und wie lautet der Plan, o allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Wenn du darauf bestehst. Ah, okay, wir müssen jetzt grundsätzlich wohl scheinbar erstmal Whitechapel sicher machen. Charaktere wechseln? Bedeutet es, ich kann es jederzeit machen? Drücken Sie Option.
Optionen oder Options, um das Hauptmenü zu öffnen und dann R3, um zwischen Evie und Jacob zu wechseln. Evie bevorzugt eine heimliche Vorgehensweise, während Jacob eher auf Konfrontation aus ist. Das bin dann wohl echt der Jacob, ne? Evie und Jacob teilen Geld, EP und Belohnungen, verfügen aber über separate Ausrüstungen und Fähigkeiten. Interessant. Lass mal sehen, also Options. R3. Aha. Cool. Okay, ich würde sagen, wie gesagt, ich switche immer mal wieder fröhlich zwischen den beiden durch. Jetzt hatte ich eben einen Fähigkeitspunkt erhalten. Wie viel brauche ich dafür? 2, ja, hatte ich mir schon fast denken können. Ich würde sagen, ich spare jetzt erstmal. Und dass wir hier Schluss machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.